Das heutige Brot ist nicht nur akustisch ein Kracher, sondern wir machen was, was ich hier so noch nie gemacht habe. Und wir starten einfach mal mit dem Vorteig. Dazu brauchen wir 50 Gramm Roggenmehl, 1150er. Das geben wir einfach in eine Schüssel zusammen mit 50 Gramm Wasser und 0,1 Gramm frischer Hefe. Wirklich nur ganz wenig. 0,1 Gramm ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn. Das vermischst du, bis du so eine Pampe hast. Und dann lässt du die 12 bis 20 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Als nächstes kümmern wir uns um das sogenannte Brühstück. Ja, nicht Frühstück, sondern Brühstück. Dazu geben wir 25 Gramm Dinkelmehl zusammen mit Wasser in einen Topf und erhitzen das. Salz kommt auch noch hinzu. Und was wir da jetzt machen, ist, dass wir so eine Art, ja, wirklich Pudding herstellen. Einfach immer rühren, rühren, rühren und dann sieht es irgendwann so aus. Und das füllen wir dann in eine kleine Schüssel, setzen da Frischhaltefolie drauf, damit das wirklich schön abgedeckt wird und keine Haut zieht. Und dann lasst ihr das ebenso 4 bis 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Das Brühstück und den Vorteig geben wir dann in die Schüssel, wo wir jetzt den Hauptteig herstellen. Zack, einfach alles rein da. Und dann geben wir noch Weizenmehl hinzu. Also das ist wirklich eine dreierlei Mischung. Nochmal Dinkelmehl und nochmal Roggenvollkornmehl. Also da steckt wirklich richtig viel drin in dem Brot. Wir brauchen noch 175 Gramm Wasser. Wir haben im Vorteig ja schon einiges drin. Ein bisschen Honig für die Süße. Und etwas Hefe noch hinzu. Apfelessig für die Säure. Ihr wisst, das geht ja immer ganz gut, süß und sauer. Und dann stellen wir das in die Maschine oder mit dem Knethaken oder dem Thermomix, wie immer du es machen möchtest. Erst wird alles langsam vermischt und dann etwas stärker geknetet. Bis der Teig ungefähr so aussieht. Also das ist wirklich eine recht schöne Konsistenz, die dabei rauskommt. Und dann lassen wir das Ganze nochmal gehen. Und zwischendurch machen wir da das sogenannte Dehnen und Falten, dass du einmal den Teig so hochziehst und sozusagen über sich selbst drüber legst. Nach 30 Minuten und dann weiteren 30 Minuten das Gleiche nochmal machen. Vorher aber um 90 Grad drehen die Schüssel. Und dann ist da wirklich jede Menge Luft drin. Ach, ich liebe diese Teige. Ich arbeite wie immer mit meiner Backmatte. Das wird schön eingemehlt, damit wir jetzt einen schönen Leib bekommen. Genauso wie das Gärkörbchen. Wenn du sowas noch nicht hast, ist es unten verlinkt. Schau dir das sehr gerne mal an. Macht meine Brote, wie ich finde, sehr viel besser. So, und jetzt wird da ein schöner Leib rausgeformt und mit dem Schluss nach unten ins Gärkörbchen gelegt. Der geht dann nochmal ungefähr 30 Minuten. Und dann schütte ich ihn in den vorgewärmten Topf. Und was du jetzt hier siehst, dieser Schluss, der macht nachher eine richtig coole Kruste. Ab in den Ofen damit. Das sieht richtig geil aus, oder? Und das hat so gut geschmeckt. Mindestens so gut wie Tante Hedwigs Hausbrot. Das solltest du dir unbedingt auch mal angucken, wenn du auf so krustige, geschmackvolle Brote stehst.